gibt es diese sonderbaren geometrischen Zeichen auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ein Fotolaborant aus Herford hat sie gemacht. Lars-Uwe Ittich heißt er. Und er hat angeblich sogar schon UFOs über seinen Kornkreisen gesehen. Mein Kollege Christoph Gocke hat sich vor Ort angesehen, was Lars-Uwe Ittich da macht. Und er hat ihn und andere gefragt, was das Ganze wohl soll. Ja, es geht darum, ob bei dem Anlegen einer Kornkreisformation es eine Reaktion einer extraterrestrischen Intelligenz oder eben den Kreismachern geben kann. Während des Anlegens der ersten von zwei Formationen tauchten Lichtobjekte auf. Zuerst mit einer dreieckigen Form, dann mit einer ovalen Form, die von schräg oben schnell heranflogen, stehen blieben und dann wieder wegflogen. Es können nur die wirklichen Kreismacher sein, die auf das Anlegen meiner gefälschten Formation reagiert haben. Also ich denke, das ist eine Spinnerei. Also ich meine, ich glaube vielleicht, dass irgendwo auf anderen Planeten was Lebewesen sind oder so, aber dass die auf solche dummen Kreise reagieren, glaube ich nicht. Für die umgeknickten Halme hat der Bauer erstmal 200 Mark kassiert. Haben Sie nicht Angst, dass jetzt nachts hier direkt neben Ihrem Bauernhof UFOs landen? Ich glaube nicht an diesen Spuk. Warum? Tja. Man soll nicht alles übertreiben und alles machbar für machbar halten, was sich einer denkt. Ne? Für mich als Luftbildfotograf ist es immer eine Augenweide, sowas aus der Luft zu sehen. Und meine Kamera kommt natürlich dann nicht zum Ruhestand. Glauben Sie, dass auch Außerirdische darauf reagieren? Wenn es denn welche geben sollte, warum sollten sie nicht reagieren? Ich habe ja auch darauf reagiert. Ich denke, dass das Weltraum sehr viel größer ist als der bundesrepublikanische Luftraum. Anfang Juli, Ende Juni letzten Jahres stand bei Hasewinkel die erste echte Kornkreisformation, also sie wurde von Experten als echt klassifiziert, weil sie auch absolut perfekt ausgelegt war. Und sie war einige Tage entstanden, nachdem ich diese erste gefälschte Formation angelegt habe. Also ich halte es für gut möglich, dass diese Kornkreisformation von Hasewinkel eine Antwort ist, also eine Art Antwort auf mein Kornkreisspektrogramm. Fünf, sechs Jahren die Zeitung voll waren von den Kornkreisbildern. Haben Sie das geglaubt, dass da Außerirdische in den Kornkreisen so Symbole hinterlassen haben? Ja, das ist auch wieder so eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Was haben Sie denn da gedacht, als Sie es in der Zeitung gelesen haben? Das stand ja wirklich in jeder Zeitung. Ich fand es faszinierend, aber ich dachte mir, na, ob da nicht einer dran gedreht hat, um die Leute an der Nase rumzuführen. So kam es ja irgendwann. Auch in den 40er Jahren kamen immer mehr UFO-Geschichten in Umlauf. In den 90er Jahren kamen die Kornkreise, die Marsmännchen, die kamen nicht. Es kam nur raus, dass es alles ein großer, großer Schwindel von sogenannten Spaßvögeln war. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die möchten einfach zu und zu gerne glauben, dass uns die Außerirdischen besucht haben. Das Rätsel von Alton Barnes. Einer der ungewöhnlichsten Kornkreise, die je in England zu sehen waren, entstand hier im Juli 1990. Seit 16 Jahren gibt es das Phänomen der Kornkreise und pro Saison kommen Hunderte dazu. Besonders gibt es sie in Südengland, wo sich viele prähistorische Kultstätten befinden. Der Kornkreis von Alton Barnes lockte Heerscharen von Schaulustigen an. Für den cleveren Besitzer des Feldes ein einträgliches Geschäft. Er nahm 3 Mark Eintritt pro Besucher, Kinder und Jugendliche frei. Woher die Gebilde stammen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Während die Welt noch über das Mysterium staunte, machten sich ein paar entschlossene Kornkreisforscher und eine Handvoll Journalisten auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Eine detaillierte Untersuchung vor Ort sollte neue Erkenntnisse und vor allem eine Erklärung bringen. Allerdings war das Ergebnis wenig überzeugend. Selbst das Militär war sich nicht zu schade, die nötige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, um dem neuen Wunder auf die Spur zu kommen, das immer nur nachts entsteht. Doch all die Technik half nicht. Letztlich wurde man doch wieder von ein paar Spaßvögeln an der Nase rumgeführt. Die Landbevölkerung sieht der ganzen Sache gelassen entgegen.
Die Bauern wissen gutes Handwerk zu schätzen und ein paar Touristen mehr im Jahr sorgen schließlich für wirtschaftliche Stabilität in der Region. Ein Narr, wer Böses dabei denkt. Denn die Kornkreissaison ist kurz und findet ja doch wieder ein jähes Ende. Wie der Zufall es will, fast immer zeitgleich mit dem Ende des Sommerlochs. Herr Ittich, Sie haben in Ostwestfalen auch mal jede Menge Leute mit solchen Kornkreisen aufs Korn genommen. Ja. Warum? Was war der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung? Ich habe also im vorletzten und letzten Jahr selbst Kornkreisformation nach einer eigenen Skizze ausgelegt. Das habe ich zusammen mit mehreren Leuten gemacht. Aber ich wollte nur dadurch selbst mal feststellen, in welcher Größe und in welchem Ausmaß man Kornkreisformation nachts anlegen kann und mit welcher Perfektion. Ich bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es nur sehr bedingt möglich ist. Also die Kornkreisformation, die ich ausgelegt habe mit anderen Leuten, waren maximal 25, 30 Meter groß im Durchmesser, waren auch ziemlich unordentlich. Und was in England jetzt entsteht zurzeit seit 1994, übertrifft das bei weitem. Also es entstehen Formationen, Piktogramme. Eins ist entstanden von 500 Meter Länge, andere ganz komplexe Formen. Eins, das aussieht wie ein Spinnnetz, ein anderes, das wie ein Auge aussieht. Gut, es gibt schöne Muster, schöne Formen und es sieht immer so aus, als würde eine Square-Dance-Gruppe da so durchgehen, um so ein Muster zu machen. Welche Bedeutung haben Kornkreise überhaupt? Ja, welche Bedeutung haben sie? Also bewusst vom Verstand her kann man sich das natürlich nicht erklären, was Kornkreise bedeuten können. Es kann nur an das Unbewusste irgendwie, es wird etwas übermittelt. Ich meine, man sollte das so sehen als das, was sie sind. Das sind Symbole. Was wird denn da übermittelt? Ja, ich denke, es wird da übermittelt, dass eine drastische Veränderung bevorsteht. Und von wem wird das vermittelt? Von wem an wen? Und warum so symbolisch, dass wir das nicht verstehen können? Tja, das kann ich auch nicht sagen. Ich denke schon, das sind kosmische Wesenheiten, die da das übermitteln oder ja, die aus höheren Bewusstseinsebenen praktisch diese Symbole heruntertransportieren. Aber demzufolge müssten Sie ja auch ein kosmisches Wesen sein, denn Sie versuchen das jetzt wieder mit Leuten via Telepathie durchzusetzen. Ja, in diesem Jahr habe ich ein Experiment, dass ich mit einer Gruppe von Leuten versuche, über ein Bild, also psychokinetisch, einen Kornkreis in einem Feld zu manifestieren. Und dieses Feld ist auch in der Nähe der Externsteine, also an einem alten Kultplatz. Wo sind Sie denn dann? An einem runden Tisch und Sie denken und der Bauer, der das Feld... Weiß der Bauer schon? Also der Bauer weiß Bescheid. Auch bei meinen ganzen Aktionen habe ich das immer mit Erlaubnis der Bauern. Und Sie sitzen an einem Tisch? Und ich mache das von zu Hause aus und auch alle anderen Leute, die praktisch führen diese Konzentration über das Foto durch. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Das Ergebnis ist offen. Also es kann funktionieren, es kann auch daneben gehen. Und ist ja nicht schlimm, wenn nichts geschieht. Herr von Butter hat mir gerade geflüstert, Kornkreise gab es schon im 17. Jahrhundert und es gibt nach wie vor Leute, und ich schließe mich denen an, die behaupten, diese Kornkreise sind da einfach reingetrampelt worden. Und zwar sehr geschickt und sehr clever und es hat uns allen auch viel Spaß gemacht. Die wollten uns veräppeln, da gab es ja auch viele, die das zugegeben haben. Sie gehören ja in Teilen sogar mit dazu. Und das finde ich ganz interessant, dass es Menschen gibt, die sich in dieser Sphäre bewegen. Auf der einen Seite glaubt man ein bisschen an außerirdische, überirdische Phänomene. Man will auch ein bisschen mittricksen, ein bisschen mit Telepathie, aber mit dem Besen macht man dann auch noch mal mit. Und diese Frage möchte ich auch an Herrn Bahnhof getroffen sein. Den Mann, der jetzt kommt, den habe ich vorhin schon angekündigt, der Mann mit den Kornkreisen. Er wird uns selbst erklären, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen, Lars Uwe. Lars Uwe, für diejenigen, die es nicht wissen, kannst du uns kurz erklären, was ein Kornkreis ist? Ja, das sind spiralförmig gewundene Kreise. Also die gab es seit den 60er Jahren. Und seit dem Mai 1990 haben die sich verändert zu Piktogrammen, also zu komplexen Symbolformen. Und sie entstehen hauptsächlich in Südengland. Dort, wo sie entstehen? Sie entstehen. Wie? Ja, sie entstehen über Nacht. Und es gibt viele Theorien, wie sie entstehen könnten. Aber letztendlich weiß niemand genau, wie diese Formen entstehen. Bevor du uns deine Meinung sagst, schauen wir uns mal kurz ein Bild von so einem Kornkreis an oder zwei. Oder ein. Das ist eins zum Beispiel. Von Außerirdischen angelegte Kornkreise. Aber genau dieser spezielle Kornkreis, damit hat es ja auch noch etwas auf sich. Den hattest du dir ja eigentlich ausgedacht. Genau. Wie war das? Ja, ich hatte mir diese Form ausgedacht, also einen zentralen Kreis mit vier Außenkreisen. Die waren aber gleichmäßig in jeder Himmelsrichtung, diese Außenkreise, so ausgelegt, und ich hatte 50 Leute beteiligt, dass sie sich gedanklich auf diese Form konzentrieren sollten.
Das sollte an 3 Tagen pro Woche dann geschehen. Und es war ein bestimmtes Datum vorgesehen und ein bestimmtes Feld. Das lag in der Nähe der Externsteine. Das ist eine sehr bekannte Kultstätte, also prähistorische Stätte. Ja, und ich hatte das teilweise über Zeitung dann die Leute halt beworben. Und ja, zum Schluss hatte ich mir eigentlich keine Hoffnung mehr gemacht, dass er überhaupt noch sich noch was tun würde und hatte das schon zu den Akten gelegt. Und ich fuhr dann Anfang Juli zu dem Bauern, bei dem ich um Erlaubnis gefragt hatte, hin. Und ja. Was erzählst du dann dem Bauern? Hör mal zu, morgen werden da ein paar Kreise sein, die werden über Nacht entstehen. Ja klar, da hatte ich um Erlaubnis gefragt bei dem Bauern vorher. Also das hatte ich auch jedes Mal gemacht. Aber ja. Moment, ganz kurz, da geht ein bisschen was an mir vorbei. Also auf der einen Seite lassen Außerirdische diese Kornkreise entstehen und auf der anderen Seite legt ihr aber Kornkreise an. Mhm. Heißt es, mit den Gedanken bringt ihr die Außerirdischen dazu, dass diese Felder entstehen oder geht man da wirklich hin mit irgendeinem Bagger? Ja, das eine Projekt war 96, dass dort eben diese Konzentration auf dieses eine Symbol war und da entstand eben diese Art verzerrte Form in einem anderen Feld, praktisch hinter dem Haus dieses Bauern. Ach so, ihr hattet vor, das wirklich zu machen und es entstand von ganz alleine. Wie erklärst du dir das? Ich denke schon, dass es ein Endprodukt der gedanklichen Konzentration ist in dem Jahr, was dort entstanden ist. Aber es war halt eine verzerrte Form, eine veränderte Form. Aber die ganz interessante Geschichte bei dir ist ja, wie du angefangen hast, überhaupt Kornkreise anzulegen. Wie war das? Genau. Ja, das war im Sommer 93. Da bin ich rausgegangen, im Feld, praktisch vor meiner Haustür, vom Haus, wo ich wohne, bei Bad Oeynhausen. Und ich bin dort ein Feld gegangen, habe dort einen kleinen Kreis ausgelegt, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde. Ja, hattest du dir da schon was von versprochen oder hast du gesagt, ach mei, ich schau mal so als Spaß? Nee, ich hatte das nur aus Spaß gemacht anfangs, aber eben nach einer Dreiviertelstunde, wo ich dabei war, wurde das ernst, weil dann kleine Lichtobjekte auftauchten. Das waren erst dreieckige Objekte, die sich waagrecht am Himmel lang bewegten, stehen blieben, wieder zurückflogen, verschwanden und dann später so oval schräg stehend in der Luft waren, aber völlig lautlos. Das war das erste Mal und das hat sich das Wochenende darauf, wo ich diesen Kreis in einer komplexen Form ausgelegt habe, ganz kurzzeitig nur wiederholt. Also ich habe nur über Sekunden lang ein ovales Objekt gesehen, das sich irgendwie kurzzeitig eingeschaltet hat praktisch, sichtbar wurde, leuchtend, weiß leuchtend und dann wieder verschwand, zurückkam und wieder verschwand. Ich kann mal was fragen. Kann es dann nicht sein, dass du vielleicht nur du das gesehen hast? Das könnte sein. Also es sieht fast so aus. Ja, ansonsten muss ich sagen, wären die ja ziemlich leicht anzulocken, so Außerirdische. Mhm. Wenn das so einfach ist, ich mache einen Kreis. Ja, das war sehr ungewöhnlich. Ich habe mir damals selbst gesagt, als ich den Kreis ausgelegt habe, das würde sowieso keiner glauben. Da taucht was am Himmel auf, bewegt sich da rum und verschwindet wieder. Also wenn ich das jetzt auch mache, passiert das vielleicht auch, oder? Ja, ich habe es die Jahre darauf, 94 und 95, mit der Forschungsgesellschaft Kornkreise nochmal zusammen versucht, Formationen anzulegen, um eben eine Art Kommunikation oder Sichtung zu erzeugen. Aber das hat nicht funktioniert. Also wir haben nur bei den Externsteinen nur so ein merkwürdiges, zickzackförmig fliegendes Objekt kurzzeitig gesehen. Da gibt es auch eine Fotoaufnahme von, so eine Langzeitaufnahme. Lars, ganz kurz, wie ist das denn? Hast du dir denn selbst auch mal andere Möglichkeiten versucht, dich dadurch beeinflussen zu lassen? Zum Beispiel, du hast in die Sonne geguckt, durch deine Brille ist es gespiegelt worden und du wurdest geblendet. Irgendwie sowas, kann ja auch sein. Nee, das ist schon eine ganz andere Art von Sichtung. Also man merkt auch gleichzeitig im Inneren, man reflektiert im Inneren, dass es was anderes ist, dass das praktisch nicht irdische Herkunft ist. Praktisch, also, auch wenn man ein Flugzeug am Himmel sieht, weiß man auch, haha, Flugzeug, klar. Es hat die Eigenschaften. Da geht also noch viel mehr ab, vom Gefühl her. Ja, auch. Vom Inneren. Und mit dem Kornkreis oder der da entstanden ist, worauf du dich konzentriert hattest, du hast 50 Leute eingeweiht, glaubst du nicht? Die hat jemand einen Streich vielleicht gespielt? Das könnte theoretisch möglich sein. Aber es war sehr schlechtes Wetter zu der Zeit. Die Leute hätten also deutliche Spuren hinterlassen müssen. Und es waren noch Bezugspunkte von den Kreisen, also zu den Externsteinen und dann zu dem zweiten markanten Punkt, dem Hermannsdenkmal. Wir haben jetzt Janet hier und Janet war mit einem überzeugten UFO-Anhänger verheiratet. Und was sie sich so alles anhören musste, das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen. Janet, hast du ein bisschen die Geschichten verfolgen können? Ja, ein wenig. Was sagst du dazu? Alles Verrückte. Wieso denn? Oh.
Also ich habe mich selber damit beschäftigt und glaube in keinster Weise daran, weil es gibt einfach keine überzeugenden Belege. Egal, was man sich ansieht. Ich habe vorhin gehört, hier von Erich von Däniken wurde viel erzählt, die Bücher. Ich habe mich selbst damit beschäftigt, weil ich nicht dastehen wollte, so als Ungläubiger. Hast ja keine Ahnung, hast dich damit nicht beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt und absolutes Lacher. Und warum hast du dich beschäftigt? Dein Mann war ja ein absoluter Fanatiker. Richtig. Was musstest du dir denn tagtäglich anhören? Ja, dass irgendwann das UFO kommt und ihn schon abholen wird. Und also er ist fest davon überzeugt, dass irgendwann ein UFO hier landen wird und ihn mitnehmen wird, weil er ein Auserwählter ist. Ja, und konnte er, wie war das denn? Hat er dich nie richtig überzeugen können? Nee, keiner hat mich überzeugen können. Hat nicht er es versucht? Ja, sicher hat er es versucht, aber nee, weiß ich nicht. Bin ich realistisch. Was Warum? Ich nicht sehen kann. Ja, ich kann es genau. nicht sehen. Liebe kann man auch nicht sehen. Liebe kann man nicht sehen, aber sie existiert. Warum braucht man immer Gefühl. Beweise? Liebe ist ein Gefühl. Dein Mann hat gesagt, irgendwann wird er mal vom UFO abgeholt. Ja. Verweilt er dann noch unter uns? Ja, noch ja. Gott sei Dank, denn wir haben ihn eingeladen. Er ist auch hier. Herzlich willkommen, Bernd. Bernd, wie ist das mit den Außerirdischen? Ja, sie sind unter uns. Wo? Sind ja ohne Ende hier. Armer Irrer. Sie sagt armer Irrer. Musstest du dir das häufiger anhören? Das muss ich mir häufiger anhören. Ja. Aber nicht nur von meiner Frau, das muss ich mir von anderen Leuten auch anhören. Wir müssen ja erst begreifen, dass wir auf einem Planeten leben überhaupt. Dass wir uns als Hautfarben, als Rassen untereinander akzeptieren. Dass das wir gleichwertig sind als das Menschen. Das ist mir klar. Da, ich glaube, da apropos, muss man erst ja, apropos Hautfarben und Rassen. Gibt es denn eine ganz bestimmte Spezies?